So, hallihallo Freunde und wieder mal willkommen zum nächsten Part von Rebuild. Ja, wir haben ja das letzte Mal uns schon ein klein wenig mit der Gang angelegt, beziehungsweise eigentlich die mit uns. Und wie wir sehen, drohen uns diese Bastarde schon wieder. Was machen wir also? Entweder sprechen wir nett mit ihnen, wir zahlen deren Rations, die sie haben wollen. Oder wir sagen ihnen, die können uns mal am Schwanz lutschen. So, bisschen böse, aber ich glaube, die haben genau das verdient. Ganz im Ernst, ich hätte zwar die nötigen Qualifikationen, um freundlich mit denen zu sein. Ah, ne, nicht mit denen. So. What? 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 Die haben Hugo in den Fuß geschossen. Solche Bastarde. Solche... Boah, Blut! Blut! Ich will Blut sehen von denen. Ohne Witz, die haben es jetzt übertrieben. Ach, und hier ist die Mission, die wir machen müssen. Perfekt, ich weiß, wo ich meine Bilder dann gleich mal hinschicken werde. So. Ab zur nächsten Mission, Defensive Building Upgrade. Du darfst gleich mal weitermachen. 10% faster Workshop Crafting, extra Food from Farm. From Farms. Genau, from Farms. So, und Paramedic Training, genau. So. Wir haben hier jetzt fast genug. Meine ganzen Verteidiger sind irgendwie K.O. Läuft gerade nicht so ganz. Aber ich werde einfach schnell Yuka hier hinziehen. So. Das reicht nicht. Das reicht wirklich nicht? Okay, dann muss wohl der Rest damit aufpassen. Oh, Start Constitution. Und ich habe mir schon wieder nicht gemerkt, was ich mache. Also, was ist das Wichtigste? Ich werde es nicht nochmal vorlesen, weil wir haben das alle schon ungefähr zweimal gemacht in den letzten Parts. Wen ein bisschen mehr Geplapper darüber interessiert. Ich glaube, es war der dritte Part oder der vierte Part, wo ich das erste Mal eine Konstitution, also eine Verfassung gründen musste. Da kann man sich mit meinem moralischen Dilemma daraus nochmal durchsetzen und weiß, warum ich hier alles wähle und wie ich darüber denke, wenn es denn überhaupt jemanden interessiert. Aber ihr könnt auch gerne hier die Kommentare schreiben. Ja, wer merkt, ich konzentriere mich hier gerade, deswegen plappere ich so sinnlos vor mich hin. Aber schreibt doch gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst oder wenn ihr eine andere Ansicht zu irgendwas dazu habt. Weil es mich dann doch interessieren würde, ob ihr hier anders wählen würdet. Aber prinzipiell wäre es mir lieber, wenn ihr die Kommentare in dem anderen Part machen würdet. Da eigentlich der darüber gedacht ist und ich da auch sehr viel mehr darüber philosophiere. Genau, Commander Yukai, das weiß ich noch. So, finally. Okay. Ach, anscheinend hat jede Basis auch so ihren Ursprungs... Oder ne, irgendwie haben nur die sowas. Egal, nevermind. So. Wie sieht's denn aus? Ich habe hier gerade die Zombies geklärt und... Eigentlich müsste ich kurz meinen Holzarbeiter zurückziehen. Prepare Arena. Wie lange dauert denn das? 5 Tage. Das dauert jetzt nicht mal so lang. Kann ich da ein bisschen nachhelfen? 2 Tage left. Okay, das geht schnell. So. Er ist wieder wohlauf. Das heißt, er darf jetzt gleich mal einen Gegenangriff auf die Zombies starten und wird womöglich gleich wieder verletzt. Ja, richtig super. Gibt es noch irgendwas? Ja, ihr dürft das Gebiet auch gleich wieder zurückholen. Und das zwar bestenfalls schnell, bevor die andere Gang sich denkt, hey, die könnten wir ja angreifen, die sind gerade ungeschützt. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Und ab zum nächsten Tag. So, ja, die wollen den Game Store wieder haben. Ich könnte sie überzeugen, dass es okay ist, wenn ich ihn habe. Oder wir könnten ihn einfach behalten oder ihn denen geben. Ich überzeuge die dann doch mal. Funktioniert das denn? Ja, ja. Cool, es hat tatsächlich funktioniert. Eigentlich hasse ich diesen Bastard ja und hätte ihm gern gesagt, er hätte zur Hölle fahren können. Was wahrscheinlich sogar noch besser angekommen würde, da er in der christlichen Gang ist. Aber gut, das wäre dann doch ein klein wenig fies und man muss doch auch ein wenig auf seine eigene Sicherheit schauen. Wo greifen denn die Zombies als nächstes an? Eigentlich momentan nirgends und ich muss hier, oder würde hier ehrlich gesagt gerne, einen Bunker hinbauen, da wir eine gute Verteidigung hier dann hinbekommen. 2 Tage brauchen wir dafür, absolut worth it. Dann holen wir uns hier dieses Gebiet wieder und dann sieht es auch wieder gut aus. So, ab zur nächsten Runde. Foreign Relations, I was bla bla...
formed a new government for UK Metropole without consulting them first. Ja, wir haben euch tatsächlich nicht gefragt. Malik warned me that they are talking our recent political actions and an aggressive move against them. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich will mit euch verbündet sein und ich will keinen Krieg mit euch. Deswegen Entschuldigung, dass ich nicht mit euch geredet habe. Aber es ist mir im Großen und Ganzen egal. So, wir haben die Falle fertig gebaut. Das heißt, Yukai, du darfst jetzt halt gleich mal Malik hier einen Besuch, oder ihr hieß doch Malik, einen Besuch abstatten, weil wir die Mission fertig haben und können womöglich diese christlichen Bastarde zurück zur Hölle schicken oder in die Hölle schicken, je nachdem, was passieren wird. So. Du holst hier das zurück und wir töten hier noch die Zombies. So. Das sieht doch ganz gut aus und ab zum nächsten Tag. Die greifen an, die Penner. Wirklich? Naja, gut, sie haben nur einen Tank klauen können. Das ist dann gar nicht so schlimm. So, Talk with Malik. Unsere Quest ist fertig. So, a Rift Scout rushed in while we were speaking. And I heard Whisper, he reported that it has happened again, this time at the restaurant. Bla, one of the scouts keep getting into trouble and seem to be trapped at the restaurant. Bla, bla, bla. We're on it, ja, absolut. Da helfen wir dir doch gleich einmal. Unten wurde er entführt. Eigentlich hätte ich jetzt ja gerne die Quest hier fertig gemacht, aber anscheinend interessiert das die nicht so ganz, was ich gerne hätte. Deswegen muss ich mir was anderes einfallen lassen und hole mir hier mit meinen Bildern das da zurück. Und das Ding ist doch sicher richtig gut verteidigt. Ja, 27 Defense gegenüber einem normalen Gebäude, das One Defense hat. Absolut genial. So. Sie wollen die Bank haben. Oh, die wollen die Bank haben. Ich behalte sie einfach. Ich überzeug sie gar nicht mehr, weil ich mit diesen Bastarden Krieg haben will. Die haben angefangen. Die haben es nicht verdient. So, one day, bla. Wir müssen uns jetzt entscheiden, wen wir angreifen, da wir etwas machen müssen. Und natürlich greifen wir Last Judgment an. Even running straight into the lines of Judgment Gang, the rift showed no fear and with a blur of motion, and the song of steel as the blade passed through the air into flesh and bone. Wow, das ist echt poetisch geschrieben. O'Grady's men began to fall. All that fighting with the Zed must have taught Malik a thing or two about how it's going for the neck, as he moved like a black guillotine through the Last Judgment's ranks, leaving a trail of headless corpses in his wake. Ouch, das ist echt blutig. Bla 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 bla. Ich muss es eigentlich gar nicht vorlesen. Ich denke mal, alle können Englisch hier. Deswegen im Notfall einfach Google Übersetzer, super Tool. Einfach den Text hier abtippen und selber schnell auf Deutsch nachlesen. Ist zwar ein bisschen holprig, aber gut. Wir können jetzt nochmal, ich muss mir das nochmal durchlesen. Gerade smash an der Kirche in was in Wolder bei den neuesten Bearing Blood. We could either run for our lives and clean up the mall once everyone had finished eating one another, or we use what little ammunition we had left to clear our allies a path out there. We'd probably lose the mall, but they would stand a better chance of surviving the knife. Night. Natürlich, wir helfen unseren Leuten. Okay, also, wir haben ein großes Gebiet verloren, ein Respekt bei den anderen bekommen, 15 Stärke bei den anderen verloren und 6 Happiness verloren. Verdammt nochmal. Das hätte besser laufen können, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich kann damit leben. Deshalb hole ich mir jetzt auch einfach die Mall wieder und dann ist es wirklich ohne Probleme. So, Yukai, du musst eigentlich hier das da mal machen. Hier habe ich auch schon alles zurückgeholt. Dann würde ich gern das zurückholen, habe aber natürlich nicht genug. Dafür kann ich euch einfach mal dahin schicken oder ist es Selbstmord? Das ist Selbstmord. Das ist ganz offensichtlich Selbstmord für diesen Charakter. Deswegen, ja, deswegen, was ist deswegen? Überlegen wir mal, was deswegen ist. Deswegen weiß ich nicht, was ich jetzt machen soll. Ja, genau so. Ich glaube, ich baue einfach hier auch einen kleinen Turm schon mal hin. So, ab zum nächsten Tag. Someone is at the gates with a delivery and they say it's for my eyes only. Okay. Soll ich fragen, was es ist oder gleich annehmen? Ich frag mal, was es ist. She grew suddenly angry. You should know damn well that this what this is. She spat here.
She practically threw the package at me. Inside was a letter from the Last Judgment Leader. Okay. Jo, sie hassen uns. Und die wollen anscheinend. Ja, War with the Last Judgment Gang. Damit haben wir offiziell Krieg mit dieser Gang. So, jetzt haben wir es geschafft. Wir haben eine absolut feindliche Gang, die uns töten möchte. Können wir jetzt stolz drauf sein oder nicht? Und ich muss hier jetzt halt erstmal die Verteidigung aufbauen. Nur kann ich leider nur an der Stelle hier verteidigen, da ich direkt gar keinen Anschluss momentan habe. So, Yukai, ich habe immer noch keine Ressourcen dafür. Ich hätte jetzt ja gerne mal wirklich bisschen mehr Materials. Vielleicht sollte ich es auch einfach mal schnell probieren, indem ich hier mit denen einfach mal handle. Vielleicht haben die ja ein paar Materials billig übrig. Und dann beenden wir die Runde. Trade und ich will Food. Boah, bei denen ist Food aber echt toll. Schmarrn, was rede ich denn? Ich will doch kein Food, ich will Materials, aber die haben leider keine Materials. Ja. Das ist eigentlich nicht mal so schlecht. 22 Ressourcen kann ich abgeben. Geben wir mal 20 Food ab. Wir haben eh gerade extrem viel. Und ein Tank, das dürfte genau reichen. Ja, perfekt. Traded gegen eine tolle Waffe und ein bisschen Faction Respect. Okay, wir haben hier, glaube ich, unseren Turm fertig gebaut. 36 Defense plus, ja. Haben jetzt auch, wenn ich das hier richtig sehe, einiges mehr an Ressourcen. AKA Materials. Heißt, ich kann mit ihm das da zurückholen und mit ihm das da zurückholen. Mit Yukai töte ich dabei hier die Zombies. Die Mall wird weiterhin angegriffen. Das wird zurückgeholt. Und ihn schicke ich eins näher zum Verteidigen. So, ab zum nächsten Tag. Oh, sie versuchen anzugreifen, die Bastarde. Wir könnten Sergeant Collins ask Riffs for help. Ja, wir fragen doch gleich mal um Hilfe. Die Riffs werden uns doch sicher sehr, sehr gerne helfen. Ja, klar. Wundert mich mal überhaupt nicht. So, die sind jetzt ein bisschen sauer, dass wir uns so nah an sie ranbewegen. Aber, ja, ich überzeuge ihn einfach mal. Commander Yukai ist nämlich schon ein hoch genuges Leader-Level. Deshalb kann er damit ohne Probleme leben. So, jetzt kommt erstmal der nächste Schritt. Gehört das denen? Ja, das gehört schon denen. Verdammt, die breiten sich ja auch aus. Dann kommt unser Krieger kommt jetzt einfach mal dahin und wenn die Maul fertig ausgelöscht ist in 0,6 Tagen, schicke ich ihn gleich hinterher. Die Erforschungen sind auch gleich fertig, läuft gerade richtig gut. So, das heißt hier weiter erforschen, Generator Power. Hugo, du darfst das noch nicht zurückerobern, weil es leider nicht reicht. Schade drum. Dann tötest du eben hier die Zombies. Wie lange brauchst du dafür? 2,5 Tage, er braucht 4,1 Tage, das heißt perfekt, ich kann die Leute dann einfach dazu schicken. Ich habe viel zu viele Bilder, deshalb lerne ich ihm jetzt halt mal das Plündern. Allein weil ich gerne einen Plünderer hätte, der wirklich schnell hier mal die ganzen Sachen einsammelt. So, ab zur nächsten Runde. Er verkauft uns mal wieder Liebe. Oh, Gustav verkauft seine Liebeskarawane, nicht schlecht. Und ja, dann geben wir mal all meinen Leuten das Zeug, wir verlieren ein bisschen Essen, aber die sind nicht mal. Die sind ja nicht mal glücklich drüber. Also, meine Leute, dass die anderen darüber nicht glücklich sind, hätte ich mir jetzt irgendwie denken können. So, was labert er hier? Er labert. Er soll sich erstmal eine Hose anziehen, so fängt schon mal an. Sleeps under the stars, doesn't need a house. Ist gar nicht mal schlecht, aber egal. Artist, Happiness Bonus, when fortified buildings. Ja, das hört sich doch gut an. Wir brauchen hier Happiness, Happiness, Happiness. Und müssen an der Stelle verteidigen. Ja, oder müssen wir hier verteidigen? Nein, eigentlich nicht. Ich hätte aber trotzdem gern hier dann noch das Building und verschiebe meine Verteidigung dann einfach hier auf die Seite, dass mir die Penner nicht mehr auf den Sack gehen. Sieht gut aus und ab zum nächsten Tag. Nochmal ab zum nächsten Tag. Wir werden angegriffen von den Plünderern. Schaffen unsere Verteidiger. Ja. Nichts ist passiert, unerwarteterweise. Ne, das war logisch. So, nichts ist passiert. Jetzt muss ich hier wieder meine Verteidigung hinhauen. Nicht bauen. Du sollst verteidigen. Einfach nur gegen die Angreifer verteidigen. Und du darfst ein bisschen noch
die Fans trainieren. Ich meine, warum nicht? Wäre sicher eine ganz gute Idee. Und dann, nein, Schmarrn, 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 er muss hier unten unterstützen, damit die Mission leicht zu machen ist. Und ich werde ja irgendwann einen Mitarbeiter mitnehmen müssen, wenn ich dieses Gebiet geschafft habe. Der hat 13, sie hat 7. Das heißt, den mit 13 schicke ich jetzt ein klein wenig in die Schule, damit er, wenn wir ihn weiterschicken, dann gleich auf so einem hohen Level startet. Das wäre schon mal eine ganz gute Idee. Ab zum nächsten Tag. Ja, wir müssen natürlich die Kidnapper hier unten angreifen. Ne? So, das heißt, wir haben jetzt den Kerl hier gerettet. Muss ich mir gar nicht durchlesen, weil es eh offensichtlich war, was da überall stand. Und Commander Yukai redet dann mal wieder mit den Riffs. Ich meine, hier dürfte echt nichts passieren. So. Schon wieder ein Angriff von denen. Mann, haben die viele Leute. Ich könnte sie tatsächlich bestechen. Oder ich könnte das Risiko nehmen und eine Waffe klauen. Ich glaube, das mache ich. Ich klaue eine Waffe. Verdammt. Okay, er wurde verletzt und wir haben eine Shotgun bekommen. So, kurz mit ihm lesen. The Riffs are still waiting for their mission man to return. We saved him. We want him. Eigentlich will ich ihn. We want him. I can't. Was such a nonsense, they wouldn't even try to save him themselves. We take him off their hands. Cool, wir haben gleich noch einen Mann dazu bekommen und sie sind aber leider nicht glücklich. Schade. Mit einer Gasmaske, wirklich. Der Typ mit der Gasmaske. So, dann holen wir uns hier die große Mall endlich mal wieder zurück. Er darf weiter erforschen. Hier holen wir uns die Gebäude. Was macht denn er da? Also, das sind die, die gerade fertig geworden sind. Und die gerade fertig geworden sind, starten jetzt endlich mal einen verfickten Gegenangriff auf diese Penner. Ja, man merkt, ich habe eine extreme Ablehnung gegen die Leute langsam schon. Und plündern. Nicht bauen. Plündern. Plündern. Plündere einfach mal das ganze Zeug hier. Wo ist mein Bauarbeiter hin? Hier hin. Ich passe echt nicht auf, was ich gerade mache. Ich schicke die Leute, die wohl schon Missionen haben, irgendwo anders hin. Meine Güte, was ist denn gerade los mit mir? Und Yukai, du musst verteidigen. Geht gerade nicht anders. So. Die wollen das Office haben. Nein, ist okay, wenn ich's hab. Dankeschön der Nachfrage. Da hole ich mir das Gebiet. Das heißt, du darfst ihm unterstützen, weil so ein Soldat kann ja nichts außer kämpfen. Und deshalb würde der mir viel zu lang brauchen. Found by Baseball Bat. Ja, nicht schlecht. Was? Der hat in einem Tag das gesamte Gebiet durchsucht. Fuck, das ist wirklich praktisch. So, und next day. Ja, wir werden wieder angegriffen und wir können für 5 Ressourcen Mercenaries anheuern. Machen wir natürlich, damit wirklich nichts passiert. Und haben einen Farmbonus, das heißt, jetzt haben wir sowieso Ressourcen bis zum geht nicht mehr. Last Judgment ist weiter ein klein wenig pisst. Vor allem, da wir gerade eines ihrer Gebäude zurückerobert haben. Und ich will jetzt noch die Gaswerke, bevor ich mich hier noch an die restlichen Gebäude mache. Da würde ich gerne eine Verteidigung aufbauen. Hier werden wir weiterhin nach Ressourcen suchen. Ja, wir haben eine Schaufel, bla bla. Oh mein Gott, passiert hier viel. Kid helps out. Was? Was? Kid helps out. I didn't think having a child helped out with the research would be a good idea. But Francesco, was? Cool, nicht schlecht. Francesco hilft ein wenig und deshalb geht heute das ganze Zeug etwas schneller. Das gefällt mir doch. So kann es gern jeden Tag sein. So, ab zum nächsten Tag. Nein, ich will auch nicht die Mega Mall zu euch geben. Es ist alles meins. Habt mich doch einfach lieb. Ich helfe euch hier bei euren Erzfeinden, dann könnt ihr mir auch wenigstens die Gebiete geben. Ich meine, ein bisschen kann ich es ja verstehen. Ich meine, die können ja nicht wissen, dass ich eigentlich wirklich freundlich bin. Zumindest zu ihnen. Aber. Meine Güte, die heulen auch wegen allem rum, ne? Okay, wir haben hier noch einen Soldaten, ne? Ich könnte mir jetzt das Gebiet holen, aber eigentlich will ich nicht komplette Grenzen zu denen. Das reicht, wenn da ein Gebäude noch dazwischen ist. Und das bedeutet, dass ich erstmal vollkommen falsche Knöpfe drücke und den, wo ich eigentlich in die Schule schicken wollte, jetzt halt doch hierfür brauche. Und hier einen Gegenangriff starten. Wir greifen nämlich jetzt immer weiter an und rücken langsam vor. Ab zum nächsten Tag. Wir reden mal kurz mit Malik. Er hätte gern ein paar explosive Sachen, ne?
Das mache ich tatsächlich sogar, aber im Moment geht's nicht, weil ich nicht die Ressourcen dafür habe. Deswegen kann ich mit denen handeln. Schade. Hätte mich jetzt aber auch ein bisschen verwundert. Aber ich kann sicher mit Gustav handeln und Gustav braucht gute oder kann mir sicher gutes Zeug geben. So. Dann plündern wir hier mal und ab zum nächsten Tag. More power needed. Sometimes I like to play with the light switches. So they don't do nothing. They don't do nothing. Was? They don't do nothing. Ist es nicht eine doppelte Verneinung? Also sie tun was? Ich bin mir jetzt gerade echt nicht sicher. Bla bla. Und wir könnten Licht und alles hier hinbauen. Nicht schlecht. So, erstmal mit ihm handeln. Wir brauchen 17 Materialien. Oh, das wäre schon richtig geil. 17 Materialien. Oh, fuck. Und das Walkie-Talkie kann ich mir nicht leisten. So, 17 Materials gegen eine Shotgun. Ist das ein Deal? Nee, anscheinend nicht. Gegen ein Hunting. Nee, das Hunting Rifle kriegt er nicht. Und einen Baseballschläger. Reicht ihm auch noch nicht. Und eine Schaufel. Reicht ihm immer noch nicht ganz. Vielleicht können wir ein bisschen. Verdammt, ich wollte ein bisschen feilschen und jetzt kostet es mich noch mehr. Gut, dann kriegst du auch noch eine Medizin. Aber, okay, zwei? Okay, er kriegt noch zwei Medizin. So, meine 17 Materialien. Easy. Jetzt habe ich so viele Materialien, das ist echt einfach nur geil. Fix Power, wie lange brauchst du dafür? 8 Tage. 8 Tower, dafür haben wir danach wieder Strom. Das ist es möglicherweise doch wert. So. Dann haben wir hier unseren Hauptverteidiger Hugo. Hugo, ich muss mal kurz mit dir reden. Bla, er labert. Defense Expert. Ja, machen wir doch Defense Expert. Das gefällt mir. Dadurch werden nämlich alle Verteidigungsgebäude ein bisschen besser. Und ich schicke ihn ein bisschen in die Schule, um noch ein besserer Kämpfer zu werden. Denn Hugo nehme ich garantiert mit. Garantiert. Hier werde ich einen Gegenangriff starten. Und dann, ja, genau, gut. Alles ist gut, alles ist gut, alles ist, ja, es ist wirklich momentan alles gut. Mir fällt hier nicht ein, was ich noch machen sollte. Ich könnte noch hier ein paar Gebäude, ich könnte noch ein bisschen hier mal mich ausbreiten. Vielleicht finde ich ja noch den einen oder anderen Überlebenden, wird mir zumindest helfen. Ab zur nächsten Runde. Nein, ich habe nur extrem viele Zombies gefunden, gar nicht gut. Yukai, du kannst doch auch bauen. Dann bau mal hier bitte einen großen Turm hin, damit wir keine Gefahr mehr haben. Hier greifen die Leute an. Hugo lernt weit. Was? Hugo wurde Training complete? Das kann fertig werden? Oh. Ja, er hat alles gelernt, was man lernen konnte. Gut zu wissen. Mehr funktioniert anscheinend hier wirklich nicht. 16 ist anscheinend das Maximum, beziehungsweise 10 und das Restliche wird durch Perks kommen. Dann scouten wir doch mal hier hinten. Und zwar mit dem Krieger, weil der, denke ich mal, hat das geringste Risiko. Ab zum nächsten Tag. Wir haben noch ein Gebiet von denen eingenommen. Und was können wir hier machen? Finish them! Wir können deren Kirche angreifen und sie somit töten. Das hört sich doch echt easy an. Gefällt mir. Und Yukai baut hier immer noch. Das heißt, ich kann ihn gerade nicht mal hinschicken. Aber Hugo, du darfst mal kurz mit Malik. Nein, warte, ich brauche doch Explosives. Ah, genau, jetzt weiß ich wieder, was ich vorhatte. So, ich denke mir tatsächlich was dabei. Ich spiele nicht komplett random. Auch wenn es manchmal sicher so aussieht. So, du baust nämlich hier jetzt einen Workshop. Und brauchst dafür bitte nicht lange. Er braucht dafür 6 Tage, das ist lange. Gut, ab zum nächsten Tag, extra Food. Brauche ich hier noch irgendwas? Nee, eigentlich kann ich wirklich gerade die Runden hier ein bisschen schnell im Schnelldurchlauf machen. Zack. Okay, all for one and one for all. John Black's been trying to put together a newsletter in his spare time, just for fun. But he's going to take him ages to get that all together by himself. Should we find some people to help him out? Ja, geben wir ihm doch ein kurzes Team. Und die sind jetzt ein guter Teamplayer und haben jetzt mal hier ein bisschen ihren Spaß. Warum denn nicht? Habe ich eigentlich überhaupt nichts dagegen. Im Gegenteil, Unterstützung ist gut. Du darfst ihn auch noch unterstützen und ich rede mal wieder kurz mit Malik. Wie sieht es denn überhaupt mit Malik aus? Wir haben 73% Respekt. Das ist schon mal ganz gut. Ich denke, wenn wir die Rifts finishen, wird das auch noch mehr. So, ab zum nächsten Tag. Meine Güte, ich denke anscheinend doch nicht nach, wenn ich mir das so anschaue. Ja,
Oh mein Gott, der Part ist schon wieder 25 Minuten lang. Ey, dieses Spiel, hat man es einmal angefangen, kann man nicht mehr aufhören. Das ist echt absolut fesselnd. Ich kann euch dieses Spiel wirklich nur nahelegen. Ernsthaft, dieses Spiel ist echt geil. Ja, dann, wie immer, stay tuned. Lasst doch ein Abo da, lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da, schreibt mich an, interagiert mit mir. Und ja, gibt es jetzt noch was zu sagen, außer dass wir in der nächsten Episode dann die Riffs endlich ausschalten werden. Ne, nicht die Riffs, Entschuldigung. Die Judgment Gang. Ne, ich denke nicht. Und ja, bis dann. Ciao.